Hallo und damit willkommen zurück zu BioShock Infinite. Wir haben gerade irgendwie Liz verloren. Habe ich. Ach, da bist du ja. Wie hast du dich denn hierher geworbt? So, dann wollen wir doch mal hier wieder rein. Bereit? Bereit? Bereit. Wir sind alle bereit. Komm. So, und Pushy. Bam. So, jetzt wehe, Ich du verstehe machst nicht so irgendwas. ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Oh yeah. Ich bin sehr gespannt, was. Ach, du Geld. bist. Oh ja, Okay. danke. Ich bin Also. wirklich gespannt, was noch so alles passieren wird mit den ganzen Rissen und so, ne? Ach so, genau, das war das. Das brauche ich nicht. Ich brauche aber Munition. Und zwar dringend. Dringend! Ich glaube, hier hatte ich ja alles schon nicht durchgesucht. Ist hier. Hallo? Ja. So, was hatte ich denn? Maschine? Ja. So. Jedes Mal frage ich aufs Neue, was ich denn nochmal für Waffen habe. Aber, naja, ist ja nicht so wild. Pistole kann ich, glaube ich. Ja, doch, konnte ich noch was kaufen. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Naja, wird mir Zeit für eine neue Waffe. Da, das Riesenrad. Will ich immer noch mitfahren? Okay. Was? Ach so, immer noch. Da hoch. Was war das? Oh Gott, ich bin so schreckhaft. Ach so, runter. Was denn? Willst du mir was sagen? Ich laufe dir mal hinterher. Ja? Was ist denn? Erzähl. Erzähl. Ja, dann erzähl ihm nicht. Oh, das Geschäft hat geschlossen. Guckt mal, da war doch diese eine Waffe drin, ne? Aha. Ich hoffe, das war kein Fehler. Oder musste ich hier hin? Nee, zurück. Hallo. Oh, die Waffe ist weg. Das ist ja jetzt eine Schweinerei. Was denn? Wo bist du denn? Was denn? Ja, warum erzählst du denn immer nichts? Jedes Mal denke ich, oh, jetzt geht's los. Jetzt kommt ein Gespräch. Okay, also es scheint nichts hier zu sein. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, da ich hier rein kann, könnte ich mir die Waffe klauen. Schon mal was von Danke gehört, Liz? So, da hinten ist das Riesenrad. Oh. Nee, oder? Der steht doch jetzt nicht umsonst hier. Elizabeth. Fertig. Der steht nicht umsonst hier. Warten wir mal die. Komm mal mit.
Was? Ja, und du mich auch. Boah, irgendwie habe ich Angst. Nein. Okay. Das ist. Jetzt geht das Gekämpfe wieder los, Die hundertprozentig. Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elisabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Muss ich mich Frauenmörder doch nicht anders sehen? erwarten? Mach ich Komm, nicht. Stock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuscht Ich habe Angst. Wo? Hä? Schieß du mal. Nö. La la la. Busy Town? Oh Mann. Oh Mann, ich treffe nicht. Liz, Waffe? Ja, ich treffe nicht. Entschuldigung, dass ich wieder so ruhig bin, aber. Ja, nein. Ich töte euch. Juhu. Oh. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Ja, schön daneben, immer daneben hauen. Macht nichts. Bist du noch da? Oh, du bist ja noch voll da. Okay. Jetzt haben wir die Schrotflinte. Ja, wo ballerst du gerade hin? Uah. Oh, die ist echt gut. Die ist ja richtig gut. Hier, schnapp dir Muni, schnapp dir Muni. So. Nein, nicht schon wieder so ein komisches Vieh. Nein, ich glaube, ich spinne. Muss ich warten? Oh, nicht so hier. Für meine Mami. Hallo? Schieß doch nicht so. Ja, mir wurde gesagt, ich solle ihn hinten erwischen. Ja, voll hinten erwischt, also ohne Witz mal. Wie soll ich den denn von hinten erwischen? Kann mir das mal einer erzählen? Moment mal, ich glaube, ich werde jetzt wirklich meine Pistole wegwerfen. Ich bin mutig. Leute, ich bin mutig.
Na! Liz, komm! Oh ja. Ach so, ich muss hier... Ach, im Kampf knacken nicht möglich. Okay, jetzt muss ich den doch... Oh ja. Ich brauche die andere Waffe. Definitiv. Hallo? Hallo? Ja, nee, bitte nicht. Brauche ich noch. Ich für euch auch, meine Lieben. Oh. Ja, was denn nun? Jetzt lauf doch da nicht so dumm rum. Ich glaube, da habe ich alle erwischt. Oh, ist das wieder eine Folge. Wow. Ich treffe überhaupt nicht. Warum nicht? Leute, warum treffe ich nicht? Ich verstehe das nicht. So. Haben wir es jetzt endlich mal? Oh, ich krieg die Krise. Nö. Definitiv nicht. Wie komme ich denn da irgendwie hoch? Oh. Geht's gut? Oh, der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist over. Jetzt brauche ich aber wieder Muni. Wo war denn die Schiede? Hier oben irgendwo, ne? Hi, Munition bitte. So, die Pistole haben wir jetzt nicht mehr. Dich haben wir noch. Und die Schrotflinte haben wir jetzt. So, ich bin extrem mutig und nehme die Schrotflinte mit, obwohl die weniger Schuss hat. Das könnte mich ins Verderben hauen, aber naja, mal gucken, ne? Hä, wie bist du denn so schnell wieder hierher gekommen? So, oder nehme ich doch wieder die Pistole? Oh, okay, ich lasse es, ja, ich lasse es jetzt mal. Okay, auf geht's. Liz, komm. Jetzt... Kannst du knacki-knacki machen? Kriegst du das geknackt? Oh, das wird nicht lange dauern. Angeberin. Tü. Geschafft. Oh, ging aber wirklich schnell. Und Sandwich. Sandwich. Geh an Bord des Schlüftschiffs First Lady. Hi, redest du mit mir? Als Sie am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Buka, bist du krank? Was erzählst du denn sowas? Oh, Mann. Liz, sorry, ey. Buka ist ein bisschen scheiße. Oh. Ich könnte jetzt echt durch meinen Bildschirm jumpen. Und Buka eine reinhauen.
Guck dir das an, Buka, wie beleidigt sie ist. Oh. Gespeichert. Ja. Aber, ja, werden wir uns das nächste Mal weiter betrachten. Denn die Zeit ist schon wieder um. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns in einer neuen Folge von Bioshock Infinite. Bis dahin, bye.